Erstmal ein Hallo an euch alle da draußen. Ich bin der Robert. Wir haben August. Es ist jetzt Freitagmorgen und ich bin in der Schweiz unterwegs. Ich bin jetzt in knapp 2 Stunden vom Bodensee quer durch die Schweiz gefahren. Wir sind jetzt hier in der Nähe von Glarus. In Glarus muss man sich entscheiden, ob man den Klausenpass nehmen möchte oder hier die ganz kleine Straße am Klöntaler See über den Pragelpass nach Brunnen, weil also mein primäres Ziel ist Brunnen heute. Und beide Strecken, der Klausenpass sowie die Klöntalstraße, sind am Wochenende für den öffentlichen Verkehr gesperrt. Also man hat nur unter der Woche eine Chance, da durchzufahren. Und den Klausen habe ich schon ein paar Mal unter den Rädern gehabt. Und jetzt möchte ich einfach diese ganz kleine Straße, die am Klöntalsee, den Pragelpass, Höllochgrotte, Mrotatal nach Brunnen mal ausprobieren. Und mein erster Rastplatz habe ich schon mal ganz gut erwischt. Ich stehe jetzt hier direkt neben der Straße auf einem Wanderweg, der hier über diese alte Steinbrücke geht und diesen Ausblick bietet. So klein die Brücke auch daherkommt, der Bach, den sie überspannt, hat ein Wahnsinns-Canyon gegraben im Laufe der Jahre. Oder Jahrtausende wahrscheinlich eher. Diese Sträßle kommt jetzt von Glarus hoch. Ich bin jetzt gerade erst ein paar Minuten gefahren und bin jetzt schon am Klöntaler See. Das ist hier also ein Stausee mit glasklarem Wasser. Ist immer wieder beeindruckend, wie schön solche Seen sein können, wenn sie einfach sauber sind. Und hier fahren wir jetzt noch am rechten Ufer am See entlang. Trotz aller Naturschönheit sollte man die Augen noch ein bisschen auf die Straße richten. Das ist jetzt schon der 2. Erdrutsch. Innerhalb von 5 Kilometern, wo die Straße dann ganz schön schmierig und gefährlich macht.
Aber auf so einer Strecke fährt man ja eh relativ langsam, sonst kriegt man ja nichts von der Landschaft mit. Thank you.
wie immer, gibt es eine Kleinigkeit zu futtern zwischendrin. So, die Kleinigkeit muss reichen bis heute Nachmittag. Und heute Abend kann ich mich schon wieder schön auf ein zünftiges Abendessen freuen. Da gehen wir nämlich weg ins Siegelhofstüble. Da kann man schön raussitzen und hat einen herrlichen Blick auf den Bodensee raus. In dem Fall Mahlzeit. So, der Topf ist leer. Ich habe brav aufgegessen. Dann schauen wir mal, wie lange das vorhält, das Süpple. Wir sind jetzt in Brunnen am Vierwaldstätter See. Was ihr da im Hintergrund klopfen hört, ist halt gerade eine Baustelle am Seeufer. Lässt sich nicht vermeiden. Und ich möchte jetzt gucken, ob ich das Victorinox Museum finde, dass ich da vielleicht noch ein Stündchen drin verbringen kann. Schauen wir mal. Im Kanton Schwyz, in einer der schönsten Naturlandschaften der Schweiz, wurde 1860 Karl Elsener, der Gründer von Victorinox, geboren. Victorinox ist der größte Messerhersteller in Europa, der wichtigste industrielle Arbeitgeber in dieser Region und Namensgeber für das Swiss Knife Werk. Und wenn Sie eine Chance haben, auf X gewählt,
Aber jetzt haben sie schon wieder neu in der Geschichte. Atlantis. Unterwegs auf der amerikanischen Raumfähre. Wir hatten den Auftrag, an die russische Weltraumstation Mir anzudocken. USA meets Russia in space. Was noch vor einigen Jahren unmöglich schien, sollte nun Wirklichkeit werden. Und wir waren dabei. Chris, there she is. Tatsächlich. Die riesige russische Station kam ins Blickfeld. Früher als geplant. Jetzt musste alles ganz schnell gehen. Meine Aufgabe war es, die Luke des Shuttles zu öffnen. Schrauben aufdrehen, Kabel durchschneiden, Kamera neu platzieren. So, dass wir die russische Weltraumstation betreten konnten. Das Andocken hat geklappt. Aufatmen. Jetzt mein Einsatz, der Durchstich. Ich hangle mich mit den nötigen Werkzeugen schwebend Richtung Luke. Das gibt's doch nicht. Die passen nicht. Gibt's noch andere? I don't think so. Ich muss diese Luke öffnen. Und dauernd kommt mir diese Kordel in den Weg. Halt! Daran hängt ja mein Master Craftsman Modell 5044. Schraubendreher geöffnet, angesetzt und es klappt. Kabel durchtrennen, Kamera platzieren, die Luke öffnet. Hände schütteln und so Sachen. Mission accomplished. Das waren jetzt ein paar Eindrücke vom Victorinox Shop und Visitor Center mit dem kleinen Museum. Ich hoffe, es war interessant für euch. Wenn man jetzt aus dem Shop rauskommt, sich nach rechts wendet und 2 Minuten läuft, ist man hier gleich direkt an der Schiffsanlegestelle. Mit den Bildern schließe ich jetzt.
Ich hoffe, ihr hattet ein bisschen Spaß beim Zuschauen. Wenn es euch gefallen hat, gebt mir einen Daumen hoch. Über den Kanal Abo freue ich mich auch. Aber vor allen Dingen denkt dran, ab morgen wird alles besser. Ciao.